Beer Hero. Wait. Reinsert your battery up to 10 times. Just to turn it on. Ein Werbeslogan, der dem GoPro-Team wohl zu ehrlich erschienen wäre. Doch auf der eigenen Website zeigt sich GoPro völlig schmerzbefreit und schreibt: Falls sich die Kamera auch nach dem Laden nicht einschalten lässt und es sich um eine Hero 3 oder bla bla handelt, bla 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 bla, den Akku heraus und wieder einsetzen. Möglicherweise musst du das bis zu 10 Mal wiederholen. Bis zu 10 Mal? Warum? Ein gleichbedeutender Satz wäre wohl: Unser Produkt ist kacke! Hey! Dies bemerkte ich leider knapp 400 Euro zu spät. Los ging's, die erste Supportanfrage. Sehr geehrte Damen und Herren, bla bla, GoPro geht nicht immer an, bla bla. Die erste Antwort: Schade, bla bla. Bitte machen Sie ein Update von Version 1.04 auf Version 1.04, bla bla. Dies wollte ich nicht verweigern und ärgerte mich 2 Stunden mit der Kamera, um ein Update machen zu können, welches für sich nur 10 Minuten benötigte. Kamera verhielt sich danach wie zuvor. Die zweite Anfrage: Kamera nach Update immer noch, bla bla. Wie geht es weiter? Die zweite Antwort: Ein Austausch wird vorgenommen. Ein paar Tage später war die Kamera wieder da. Beim Auspacken fiel mir sofort auf, dass an der Ecke kein Lack vorhanden war. Also schaute ich mir die Kamera genauer an und fand dabei einen kleinen Kratzer inmitten der Optik. Das, Zitat, nagelneue, Zitat Ende, Austauschmodell verhielt sich genau wie die erste. Die dritte Anfrage: Austauschmodell entspricht äußerlich keiner neuen Kamera, bla bla. Verhält sich genauso funktional defekt wie die erste, bla bla, mit freundlichen, bla bla. Die Antwort Nummer 3: Es sei ausgeschlossen, dass der Fehler in der Kamera liegt. Ich solle doch bitte ein Foto meiner SD-Karte und ein Video der Funktionsstörung machen. Eine SD-Karte hatte ich nicht im Einsatz. Zusammenfassend: Ein Produkt, welches, wenn man es einmal eingeschaltet bekommt, tolle Bilder macht. Ein Support, der einem was von "Das liegt an der SD-Karte" und ist ein Einzelfall erzählt. Und diese absurde Idee, auf der eigenen Website den Hinweis zu veröffentlichen, den Akku bis zu 10-mal neu in die Kamera zu stecken, anstatt das Produkt zurückzurufen. Ich darf mich jetzt noch weiter mit dem Support herumärgern und wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst uns gespannt sein auf die nächste Hero-tastische Spitze.